Heute stelle ich den Spieler Pascal Stenzel vor, der technisch gesehen kein echter Neuzugang des VfB Stuttgart ist, da er nur leihweise vom SC Freiburg für die kommende Saison kommt. Aber da er uns trotzdem dabei helfen soll, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen, stelle ich ihn hier trotzdem mal kurz in einem Spielerporträt vor. Er ist Rechtsverteidiger oder spielt vor allem auf der Rechtsverteidigerposition, hat einen Marktwert von 4 Millionen Euro, hat in der vergangenen Saison 21 Spiele bestritten, von denen allerdings viele nicht über die volle Distanz. Man sieht es weiter unten, er hat nur 47% der möglichen Spielminuten der letzten Saison gespielt, was nicht auf Verletzungen zurückzuführen ist, sondern in erster Linie darauf, dass er sich mit Lukas Kübler, dem anderen nominellen Rechtsverteidiger beim SC Freiburg, abwechseln musste. In den 21 Spielen hat er 2 Torvorlagen erzielt, 5 gelbe Karten bekommen und eine gelb-rote Karte während eines Spiels. Also insgesamt musste er 2 Sperren absitzen, was für die Zahl seiner Spielminuten schon ganz ordentlich ist. Er galt zwar schon in jungen Jahren als potenziell gutes Talent, in seiner Zeit bei Borussia Dortmund hat er auch viele U-Nationalspiele für Deutschland bestritten, 8 Stück für die U21 unter anderem. Allerdings hat er bei Borussia Dortmund kaum ein Profispiel gemacht. Den Durchbruch hat er erst geschafft, als er Anfang 2016 zum SC Freiburg leihweise kam und 1,5 Jahre später fest für 3 Millionen Euro verpflichtet wurde. Seitdem geht seine Marktwertkurve auch ziemlich konstant nach oben. Allerdings, wie auch in der letzten Saison, hat er in den Jahren davor beim SC Freiburg nie zu den unangefochtenen Stammspielern gehört, sondern er musste sich seine Positionen stets teilen. Hier sieht man beispielsweise seine Einsatzminuten in der vergangenen Saison. Zu Beginn regelmäßig gespielt, dann seine Gelb-Rot-Sperre bekommen. Dann hat er einige Male nicht im Kader gestanden oder sogar bei der zweiten Mannschaft mitgespielt. Und anschließend hat er sich immer ganz gut abgewechselt zwischen Stammspieler, dann mal ein- und ausgewechselt, dann mal im Kader, aber ganz ohne Einsatz. Ganz ähnlich sehen auch die Einsatzzeiten der vergangenen Jahre aus. Wie schon angedeutet, hat er im Lauf seiner Karriere vor allem den Rechtsverteidiger gegeben. In der Frühphase hat er auch im defensiven Mittelfeld operiert. Da kam er in den letzten Jahren allerdings seltener zum Einsatz. Deshalb gehe ich auch davon aus, dass er zum VfB Stuttgart vor allem als Rechtsverteidiger kommt. Insbesondere wenn man bedenkt, dass der VfB im Moment keinen nominellen Rechtsverteidiger hat. Dann habe ich mir, wie schon beim letzten Spielerporträt, ein paar Heatmaps, also die Räume, die er während eines Spiels vor allem besetzt oder wo er die meisten Ballkontakte hat. Hier habe ich mir eine klassische Heatmap ausgesucht. Das war im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, das 1:1 ausging. Da sieht man, dass er vor allem seine Linie hält auf der rechten Seite und vor allem in der Defensive zum Einsatz kommt. In die Offensive schaltet er sich nicht allzu häufig ein. Das sieht man auch bei einigen anderen Heatmaps, wo der SC Freiburg vielleicht dominanter im Spiel war und mehr Torgelegenheiten sich erarbeitet hat. Pascal Stenzel aber trotzdem seine Position größtenteils hält. Ich würde ihn damit vor allem mit einem Spieler wie Andreas Beck vergleichen. Ein solider Defensivarbeiter, der jetzt nicht die großen Akzente nach vorne setzt. Hier zum Vergleich sieht man in dem gleichen Spiel die Heatmap von Christian Günther, dem Linksverteidiger des SC Freiburg. Da sieht man schon, dass er einen deutlich offensiveren Part spielt, sich sehr viel häufiger in die Offensive mit einschaltet. Zu seinen Stärken zählt laut WhoScored vor allem sein Tackling, dass er gerne lange Bälle spielt, gern aus der Distanz schießt, bei den indirekten Freistößen für Gefahr sorgt und gerne hohe Bälle spielt, also entweder per Flanken oder per lange Bälle eben. Und zu seinen Schwächen wird das Flankenspiel angegeben, was deshalb etwas verwunderlich ist, weil es auf einer anderen Website SofaScore, die ich auch gerne benutze, um diese ganzen Statistiken zusammenzutragen und die Stärken und Schwächen eines Spielers herauszufiltern, werden die Flanken geradezu als seine Stärke angegeben. Ich werde mich nachher mit den Zahlen noch etwas intensiver auseinandersetzen und da versuchen zu zeigen, welche Website aus meiner Sicht eher recht hat. Aber bis dahin lassen wir das erstmal so stehen und jeder kann sich dann sein eigenes Bild dazu machen. Dann hier der Spielervergleich. In diesem Fall habe ich mir Christian Günther, den Linksverteidiger des SC Freiburg, also den Außenverteidiger auf der anderen Seite, herausgesucht. Also die beiden Spieler werde ich miteinander vergleichen. Dieses Mal in blau eingefärbt die besseren Werte. Also man sieht es ja schon bei der ersten Zahl, Pascal Stenzel in der letzten Saison mit 21 Spielen, Christian Günther, der Linksverteidiger mit 32 Spielen, war der unangefochtene Außenverteidiger im Gegensatz zu Pascal Stenzel. Haben beide keine Tore erzielt. Christian Günther dafür 7 Torvorlagen, Pascal Stenzel nur 2. Auch hier zeigt sich, dass Christian Günther einen deutlich offensiveren Part als Außenverteidiger spielt. Das Passspiel hingegen stellt eine der Stärken von Pascal Stenzel dar. Da hat er bessere Werte als Christian Günther. 86% der kurzen Pässe kamen an, von denen er deutlich mehr spielt. Auch lange Bälle spielt er sehr, sehr gern. Ungefähr 3-mal so viele wie Christian Günther, die zu 68% ankommen. Dafür spielt Christian Günther mehr Schlüsselpässe, Flanken 39% bei Pascal Stenzel, von denen der allerdings auch nur 1,8 spielt.
Liegt vor allem daran, dass er eben nicht so häufig in die gefährlichen Zonen kommt. Wenn er die Flanken allerdings spielt, dann kommen sie zu 39% an. Das kann sich schon gut sehen lassen. Damit würde ich auch eher mit SofaScore übereinstimmen und würde sagen, am Ende schlägt Pascal Stenzel vielleicht nicht so viele Flanken, aber wenn sie so häufig ankommen, dann ist das eine absolut positive Sache. Huscourt hat vielleicht gemeint, dass er einfach nicht so viele Flanken schlägt und dass sie das als potenzielle Schwäche ausgelegt haben. Dass Pascal Stenzel nicht der offensiv auffälligste Spieler ist, sieht man auch an der nächsten Statistik, den Dribblings, die zwar zu 86% erfolgreich waren, was erstmal sehr, sehr positiv klingt, im Gegensatz zu Christian Günther, wo nur die Hälfte der Dribblings von Erfolg gekrönt waren. Allerdings spielt Pascal Stenzel auch nur 0,4 Dribblings pro Spiel im Durchschnitt, also ja, nicht mal ein Dribbling alle 2 Spiele. Damit sieht man schon, was er für eine Art von Außenverteidiger ist. Christian Günther dagegen 2,4 Dribblings, deutlich höher. Deutlich höherer Wert. Pascal Stenzel mit weniger Ballverlusten. Auch das deutet darauf hin, dass er vor allem ein solider und ruhiger Aufbauspieler ist, der jetzt nicht die riskanten Wege nach vorne sucht. Die Laufleistung würde ich nicht überinterpretieren. 8,6 Kilometern versus 10,8 von Christian Günther. 8,6 Kilometer klingt tatsächlich erstmal nicht viel für einen Bundesliga-Profi. Allerdings gehe ich davon aus, dass es darauf zurückzuführen, dass die Zahl leicht verfälscht ist, weil die Statistik auf ganze Spiele erhoben wurde und da Pascal Stenzel viele Spiele gar nicht durchgespielt hat, hatte dann logischerweise in den Spielen auch eine weniger hohe Laufleistung als ein Christian Günther absolviert, der fast alle Spiele komplett durchgespielt hat. Allerdings ist das die einzige Statistik, die ich dazu finden konnte. Ich würde daraus jetzt nicht schlussfolgern, dass Pascal Stenzel kein Arbeiter für die Mannschaft ist oder ähnliches. Vielleicht hält er auch einfach seine Defensivposition mehr und muss damit weniger Wege nach vorne und dann logischerweise auch wieder zurück machen. Also dieser Unterschied lässt sich auf vielerlei Arten erklären. Die nächste Zahl finde ich dagegen schon aussagekräftiger. 3,8 gespielte Tacklings pro Spiel im Gegensatz zu Christian Günther 1,9. Auch hier zeigt sich wieder Defensiv versus Offensivpräferenz. 68% auch der bessere Wert der gewonnenen Tacklings. Logischerweise dann auch mehr Fouls. Wenn man mehr tackelt, foult man mehr. 5 gelbe Karten und 1 gelb-rote ist, wie gesagt, schon eher ein überdurchschnittlicher Wert. Mehr Bälle abgefangen, deutlich mehr Kopfballduelle gewonnen als Christian Günther. Dann zum Schluss wieder die 3 Noten bzw. Punkte der Websites, die ich vor allem für die Recherche der ganzen Daten und Statistiken benutzt habe. Zuerst die Kickernote. 3,78 für Pascal Stenzel, da fällt er deutlich ab gegenüber Christian Günther mit 3,33. Das ist ein ziemlich erheblicher Unterschied, vor allem wenn man bedenkt, dass die Kickernote der Spieler sich in aller Regel zwischen einer 3 und einer 4 wiederfinden. Also es gibt eigentlich keinen Spieler beim Kicker, der eine ganze Saison durchgespielt hat und jetzt irgendwie eine Note von über 2 hat oder ähnliches. Bei Huskott sieht es dagegen schon anders aus. Da haben beide exakt 6,6 Punkte bekommen für die ganze Saison. Und bei SofaScore schwingt das Pendel dann eher zugunsten von Pascal Stenzel, der hier minimal besser abschneidet als Christian Günther. Die Noten sind zum Teil sehr widersprüchlich, aber genau deshalb habe ich auch unterschiedliche Quellen benutzt, damit man sich eben nicht auf eine Quelle am Ende verlassen. Welche der Noten oder Punkte für einen aussagekräftiger sind, das kann dann jeder für sich selbst ein Stück weit entscheiden. Und zum Abschluss dann wie immer die Zusammenfassung des Spielers. Seine Hauptposition, die Rechtsverteidigerposition. Ich gehe davon aus, dass er ausschließlich diese Position beim VfB begleiten wird. 4 Millionen Marktwert hatte ich schon angesprochen. Die Leihe geht bis 2020. Ob eine Kaufoption vorhanden ist, habe ich jetzt nicht herausfinden können. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht der Fall ist. Auf der rechten Seite wie immer ein paar Zahlen zur letzten Saison nochmal zusammengefasst. Und rechts unten habe ich als seine Stärken dann die langen Bälle angegeben. Was interessant ist für einen Außenverteidiger. Wird sich zeigen, wie sich das dann genau darstellt, ob sich das vor allem in Diagonalbällen, also auch nach vorne mit Raumgewinn darstellt oder vor allem als Seitenwechsel, wird man sehen. Seine Flanken kommen gut an, wenn er sie schlägt, wenn er in die gefährlichen Zonen kommt, dann scheinen seine Flanken wirklich für Torgefahr sorgen zu können und insgesamt ist er einfach ein solider Defensivarbeiter. Zu seinen Schwächen habe ich jetzt insgesamt eher die Offensivarbeit gezählt, insbesondere seine Dribblings. Wie gesagt, vom Typ her wahrscheinlich am ehesten wie ein Andy Beck und eben seine Karten, die Anzahl der Karten. Also wenn er den Schnitt, den er in der letzten Saison hatte, durchhält, dann wird er dem VfB mit Sicherheit in der nächsten Saison das ein oder andere Mal gesperrt fehlen. Dann kommt so jemand wie Antonis Aidonis, der auf der Rechtsverteidigerposition wahrscheinlich den Backup geben wird, umso häufiger zum Einsatz. Aber insgesamt habe ich ihm in der Gesamteinschätzung einen guten Pfeil nach oben gegeben. Ich glaube, dass das ein sehr solider Neuzugang ist.
oder Leihspieler ist, der uns mit Sicherheit helfen wird, der auf der Rechtsverteidigerposition viele Spiele machen wird und mit dem man kein großes Risiko eingeht, sondern bei dem man ziemlich genau weiß, was man bekommt. Und links unten habe ich dann, wie bei den letzten Spielerporträts auch schon, eine kleine Grafik eingefügt auf Basis diverser anderer Websites, um sich so ein bisschen ein Bild zu machen. Was ist seine präferierte Spielweise? Was sind seine positiven Eigenschaften? Wofür ist er jetzt vielleicht nicht bekannt? Die fehlende Offensive, Durchschlagskraft habe ich schon angesprochen, aber ansonsten ist er ein sehr, sehr solider Außenverteidiger, der uns in der zweiten Liga mit Sicherheit weiterhelfen wird. Gut, das war mein Spielerporträt zu Pascal Stenzel.